Herzlich willkommen zum OTV Talk. Ja, die meisten von uns gehen wohl nicht gerne hin. Doch wenn man eines braucht, ist man froh, eines in der Nähe zu haben. Ein wohnortnahes Krankenhaus ist Gold wert für die Menschen in der Region. Doch die Haushaltsmittel für kommunale Krankenhäuser sind eng geschnürt. Mit diesem Problem haben auch das St. Anna Krankenhaus in Sulzbach-Rosenberg und die St. Johannes Klinik in Auerbach zu kämpfen. Das St. Anna Krankenhaus in Sulzbach-Rosenberg und die St. Johannes Klinik in Auerbach. Beide Häuser bilden als Kommunalunternehmen die medizinische Vollversorgung für den Landkreis Amberg-Sulzbach. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Wenn es nach dem Patienten geht, kann es das auch. Eine Studie der AOK hat ergeben, dass das St. Anna Krankenhaus ausgezeichnete Bewertungen von den Patienten erhalten hat und damit bundesweit zu den Top 1% der bewerteten Krankenhäuser zählt. Wir sind sehr glücklich darüber, wir sind stolz darüber und wir sehen das als einen Auftrag, noch besser zu werden. Das Problem? Die Haushaltsmittel für Krankenhäuser sind sehr eng bemessen. Mit seinen 10 Fachabteilungen und mehreren Funktionsabteilungen bietet das St. Anna Krankenhaus und die St. Johannes Klinik ein enormes Behandlungsspektrum für seine Patienten und viele Arbeitsplätze für die Region. Innovationen sind nötig, um die Qualität zu steigern und die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Wir werden den Status quo in jedem Fall verbessern, nicht erhalten. Wir haben 2 neue Filialpraxen in diesem Monat eröffnet. Eine kardiologische Filialpraxis im St. Anna Krankenhaus und eine chirurgische Filialpraxis in der St. Johannes Klinik, um die Zusammenarbeit zwischen dem stationären und ambulanten Bereich zu stärken und näher beim Patienten zu bleiben. Wir haben darüber hinaus auch unser medizinisches Leistungsspektrum insgesamt erweitert. Ein weiterer Schritt nach vorne ist die Investition in ein Fachärztezentrum. Erst vor kurzem feierte es seine Eröffnung, direkt neben dem St. Anna Krankenhaus. Zusammenarbeit statt Konkurrenzdenken. Dieses Motto steht unter der 1,6 Millionen Euro schweren Investition des Kommunalunternehmens. Künftig kann Patienten eine Versorgung im Wechselspiel ambulanter und stationärer Versorgung angeboten werden, um die medizinische Nahversorgung der Menschen in der Region nachhaltig zu sichern. Und zu Gast bei mir im Studio darf ich begrüßen Klaus Emmerich. Er ist der Vorstand des Kommunalunternehmens der Krankenhäuser im Landkreis Amberg-Sulzbach. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Emmerich, die Haushaltsmittel für Krankenhäuser, die sind ja eng geschnürt. Wie geht's denn dem Krankenhaus St. Anna und der St. Johannes Klinik? Also grundsätzlich geht es beiden Krankenhäusern sehr gut. Das Personal ist motiviert. Wir werden von der Bevölkerung gut angenommen. Aber Sie haben zugegebenermaßen auch etwas angesprochen, was auch uns etwas drückt, die finanzielle Lage der Krankenhäuser. Da muss ich ganz offen zugeben, dass da würden wir uns auch bessere Bedingungen vorstellen. Wir liegen im Trend der bayerischen Krankenhäuser. Es ist allgemein bekannt und ist auch in der Presse mehrfach veröffentlicht worden, dass 50% der bayerischen Krankenhäuser noch einen Gewinn schreiben und 50% aller Krankenhäuser in Bayern einen Verlust. Da liegen wir genau im Trend. Wir haben 2 Krankenhäuser, ein verlustiges, ein gewinntragendes Krankenhaus und insgesamt passt das schon so. Jetzt gab es ja vor kurzem in einer Patientenstudie der AOK und der Barmer großes Lob für die beiden Häuser in puncto Service, Leistung und Menschlichkeit. Wie schaffen Sie denn da diesen Spagat zwischen der Wirtschaftlichkeit und der sozialen und fachlichen Qualität? Zunächst einmal sind wir davon überzeugt, dass wir in Vorleistung treten sollten. Beide Krankenhäuser bemühen sich zurzeit mit unterschiedlichen neuen Leistungsangeboten, die Patienten für das Krankenhaus zu interessieren, die Krankenhäuser attraktiver zu machen. Das kostet zunächst Geld. Aber wir sind der Überzeugung, und das trägt auch unser Verwaltungsrat aus Kommunalpolitikern mit, dass die Patienten es uns danken werden, wenn unser Leistungsspektrum größer wird. Und wir spüren es jetzt schon. Im Jahr 2013 haben wir schon ungefähr 13% mehr Patienten als im Jahr 2012. Jetzt ist ja kürzlich gleich neben dem St. Anna Krankenhaus ein Fachärztezentrum eingeweiht worden. Wie wird denn das angenommen und wo soll es denn da hingehen?
Das Fachärztezentrum ist eine intelligente Idee. Wir kooperieren mit etlichen niedergelassenen Ärzten, sei es, dass es Belegärzte sind, die ohnehin schon in unserem Krankenhaus operieren, oder sei es, dass es Ärzte sind, die wir in Einzelfall dort mit Leistung hinzuziehen, wo unsere Kompetenzen enden, beispielsweise Neurologie, Dr. Gebel. Dadurch, dass wir jetzt diese Ärzte am Fachärztezentrum ansiedeln, verkürzen wir die Wege. Die Ärzte können jederzeit ins Krankenhaus kommen, müssen sich nicht erstmal überlegen, passt das jetzt in meinen Terminkalender rein, muss ich diesen weiten Weg jetzt vielleicht doch noch etwas verschieben, weil meine Praxis voll ist. Die können zu jeder Zeit kommen. Die Wege sind kurz, die Zusammenarbeiten sind besser und die Ärzte können teilweise auch bestimmte medizinische Gerätschaften unseres Krankenhauses mitnutzen. Letztlich zum Wohl unserer Patienten und der Bevölkerung. Wichtig dabei ist ja, dass da jetzt zwischen den niedergelassenen Ärzten, die schon da sind, keine Konkurrenzsituation entsteht. Das ist richtig. Wir nehmen bewusst keine Allgemeinärzte auf. Wenn ein Allgemeinarzt näher am Krankenhaus ist, hat er gewisse Vorteile gegenüber anderen Allgemeinärzten. Wir konzentrieren uns auf die Ärzte, die eine neue medizinische Fachkompetenz mit ans Krankenhaus bringen und die dadurch unser Leistungsspektrum erweitern. Genau, also es geht um Vernetzung, um noch bessere Patientenversorgung. Richtig. Jetzt ein wichtiges Thema für die Menschen ist ja die Notfallversorgung. Ja. Wie sind denn da Ihre Krankenhäuser aufgestellt? Bisher hatten wir einen Allgemeinarzt, der als ärztlicher Leiter der zentralen Patientenaufnahme, des ersten Kontaktes mit den Patienten verantwortlich war und dort die ärztliche und pflegerische Betreuung gesteuert hat. Wir verstärken jetzt das Team. Wir haben jetzt zusätzlich ab dem 1.10. diesen Jahres noch einen chirurgischen Leiter der zentralen Patientenaufnahme. Darüber hinaus haben wir die Intensivstation qualitativ sehr aufgerüstet. Wir haben jetzt einen Intensivmediziner gewinnen können. Das ist ein Anästhesist mit einer Zusatzqualifikation extra für die Intensivstation. Das hatten wir bisher nicht. Dadurch wird die Qualität besser und das Konzept haben wir auch den Notfallärzten erläutert in verschiedenen Veranstaltungen. Wir merken auch, dass das bisher angenommen wird. Also wir bekommen in der zentralen Patientenaufnahme immer mehr Patienten, auch Notfallpatienten. Wie viele Mitarbeiter beschäftigt denn eigentlich das Kommunalunternehmen? Wir haben insgesamt 630 Mitarbeiter. Das sind ungefähr 120 in Auerbach mit einer Vollzeitkapazität. Da sind ja sehr viele Teilzeitkräfte mit dabei von ca. 80 Personen. Und wir haben im St. Anna Krankenhaus gute 500 Mitarbeiter. Wahrscheinlich auch viele Auszubildende, oder? Auszubildende auch sehr viele. Wir haben eine Krankenpflegeschule mit 62 Schülerinnen und Schülern. Wir haben darüber hinaus auch noch 5 Arzthelferinnen, die in den Ambulanzen der Chefärzte tätig sind und haben darüber hinaus 1 bis 2 Bürokaufleute in der Ausbildung. Jetzt, um weiterhin wirtschaftlich arbeiten zu können und auch die Eigenständigkeit des Kommunalunternehmens erhalten zu können, da braucht es natürlich mehr Patienten. Wie akquirieren Sie die denn? Wir überlegen uns zunächst, was benötigt der Patient? Der Patient benötigt eine maximale Vernetzung mit kurzen Wegen. Das heißt, wir versuchen, die niedergelassenen Ärzte noch stärker an das Krankenhaus zu binden, ohne Konkurrenzsituation entstehen zu lassen und siedeln auch Filialpraxen an unser Haus. Wir haben jetzt zum Beispiel folgende Neuigkeit. Seit dem 1. Juli gibt es eine Filialpraxis, eine chirurgische Filialpraxis in der St. Johannes Klinik und eine kardiologische Filialpraxis am St. Anna Krankenhaus. Fangen wir mit der St. Johannes Klinik an. Dort gab es bisher überhaupt keine chirurgische Praxis mehr in Auerbach. Wir treten in Vorleistung, bieten das jetzt der Bevölkerung an, in der Zusammenarbeit mit einem Dr. Pommer aus Amberg, der dort seinen Hauptsitz hat, und können jetzt die erste chirurgische Versorgung vornehmen. Wenn der Patient eine intensivere, ambulante oder stationäre Betreuung benötigt, dann kann er zu uns ins St. Anna Krankenhaus kommen. In Sulzbach-Rosenberg haben wir jetzt im St. Anna Krankenhaus diese Filialpraxis kardiologisch eröffnet. Worum geht es da? Der Patient hat einen Herzschrittmacher implantiert bekommen und müsste jetzt irgendeine Praxis in Amberg oder sonst wo aufsuchen, um die Herzschrittmacherkontrollen durchführen zu lassen. Braucht er nicht mehr. Er kann es jetzt vor Ort tun, weil das die Filialpraxis für ihn selber übernimmt. Ja, Herr Emmerich, leider ist die Zeit schon wieder rum. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft und für Ihr Unternehmen alles Gute. Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.